zu einem neuen Video von mir. Leute, meine Haut eskaliert gerade so derbe, weil ich all meine Hautpflegecremes wirklich auf den letzten Tropfen, wie ihr hier gerade seht, leer macht. Ich habe die Creme eigentlich Ende letztes Jahres, glaube ich, vorletztes Jahr, ich weiß gerade nicht mehr genau, hatte ich die schon leer. Aber da war immer noch so ein kleines bisschen drin, weswegen ich die nicht weggeworfen habe. Und dieses kleine bisschen versuche ich jetzt irgendwie noch auf meine Fresse zu klatschen. Aber da kommt jetzt nichts mehr raus. Also ich glaube, jetzt war es das auch noch damit. Ich habe so viele Cremes leer gemacht sozusagen, bevor ich mir neue hole. Weil ihr kennt es ja, dann hat man immer so viel zu Hause rumstehen und nichts wird irgendwie leer. Und wenn ich gerade so gemischt meine Hautpflege auftrage, kriege ich hier oben, das seht ihr nicht, weil die Kamera hat so einen geilen Weichzeichner, aber hier seht ihr es schon, hier und hier überall, kriege ich überall so Pickelchen. Also keine richtige Pickel, sondern so kleine, so wo man merkt, okay, irgendwas stimmt nicht in der Haut und ich ernähre mich gerade mega ungesund. Also meine normale Ernährung, die richtigen Mahlzeiten sind gesund, aber ich snack so viele Süßigkeiten gerade, es ist crazy. Da merkt man mal wieder, wie wichtig es ist, eine gesunde Ernährung zu haben und eine einheitliche Routine. So damn wichtig. Oh, ich habe ja auch noch so eine Eye Cream, die habe ich auch noch nicht leer, die nehmen wir jetzt auch nochmal hier, ne? Egal, ich hau mir das jetzt alles drauf. Ich möchte es nämlich alles fertig haben. Ich möchte nämlich nicht verschwenderisch sein. Und das Schlimmste ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin verschwenderisch. Ich habe auch so ein kleines Problem gerade. Ich mache hier ja auch noch Foundations leer, die Marken- und Tierversuche machen. Aber das Geile an der ist, muss ich sagen, ich feiere die, weil die hat Lichtschutzfaktor. Also muss ich nicht meine Lichtschutzfaktor-Creme auftragen, sondern kann die Foundation dafür nehmen. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber die hellste Farbe, die ich davon habe, ist einfach viel zu dunkel für mich. Aber wisst ihr was? Das ist mir einfach scheißegal, weil ich mache hier Resteverbrauch. Und auch wenn jeder denkt, oh mein Gott, hat die ein Make-up-Brand, mir ist es sowas von scheißegal. Und auch wenn jeder denkt, oh mein Gott, die hat doch so eine Beauty-Ausbildung, ich mache Resteverbrauch. Okay, lass mich Resteverbrauch machen. Die ersten 10 Minuten gefühlt jetzt einfach nur über unnötige Scheiße rumgeredet. Aber das muss auch mal sein. Meine Videos sind in letzter Zeit so ernst irgendwie. Was heißt ernst? So geplant, wisst ihr, wie ich meine? Also gar keine Vlogs mehr, so richtig, besser gesagt, mega selten. Deswegen jetzt ist auch mal dringend notwendig war, dass ihr mich wieder so ein bisschen uncut hier auf YouTube hört. Ihr hört mich ja immer so komplett uncut auf Twitch, aber hier auf YouTube ist es dann doch schon, das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht, oh mein Gott. Hier auf YouTube hört ihr mich dann schon echt selten, ne? So uncut. Deswegen finde ich so Vlogs immer wieder ganz wichtig. Ich weiß so gar nicht, ob ihr hier auf YouTube das mitbekommen habt, aber wir waren fett krank, weswegen ich auch so ein bisschen aus meinem YouTube-Drehrhythmus rausgekommen ist. Aber es ist bis jetzt auch kein Video ausgefallen. Das hat ja was zu bedeuten. Sagte sie wahrscheinlich in dem Moment, wo das Video online kommen sollte, kommt es nicht online. Aber ja, gehen vom Besten aus, ne? Ja, auf jeden Fall hat es uns so erwischt, dass es uns voll aus der Bahn geworfen hat. Ich habe jetzt irgendwie alles besser wieder vor wieder hinkriege. Also ich lade gerade wirklich daily ein Insta-Bild hoch. Also da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. So wie habe wieder meine Streaming-Tage mit krasser Qualität, lade TikToks hoch daily und meine YouTube-Videos kommen pünktlich und gescheit. Leute, wie kann es besser laufen? Wie kann es besser laufen? Wirklich, ich finde es so nice und ihr seid auch richtig am Start. Und seid vor allem, und es freut mich so, hier auf YouTube in den Kommentaren so aktiv. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank für jeden, der mir Feedback gibt. Ich habe es euch schon mal gesagt, das ist einfach das, was einen so motiviert und einen daran hält, ich sag jetzt mal, immer dabei zu bleiben und weiterzumachen. Klar ist es schön, das hier alles so für mich zu machen, aber zu wissen, da draußen ist jemand, der schaut es sich an und ich mache dem irgendwie einen schöneren Tag oder zauber dem Lächeln ins Gesicht oder vertreibt nur die Zeit von irgendjemandem. Das ist schon mal echt sehr viel wert und das gibt einem so ein bisschen Bestätigungsgefühl. Also schreibt gerne in die Kommentare, um mir ein Bestätigungsgefühl zu geben. Jetzt mache ich mich aber mal flink fertig, weil wir müssen gleich losfahren. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht und ich finde den Lippenstift gerade so schön. Ich habe zwar immer einen Lip Liner drunter, irgendeinen, den ich gerade finde, aber ich kombiniere das mit diesem Evanescent Santa Cruz Edition Lipstick. Ich fand den anfangs null schön, also richtig hässlich, einfach so drauf gemacht. Aber so finde ich den saugeil, also nice job. Und oh mein Gott, Leute, jetzt kamen meine neuen Bikinis an. Die habe ich bei Hollister bestellt. Hollister hat gerade so geile Bikinis. Auch richtig gute Bikinis für Small Boobs. Also wirklich, kann ich nur empfehlen. Ich probiere die jetzt an und dann kann ich euch vielleicht auch meine Aussage gerade noch bestätigen. So gefreut über diese Bikinis. Und man kann diese Oberteile und Unterteile einzeln kaufen, was halt auch super praktisch ist. Und es sind noch super viele Größen verfügbar. Also, mein Life-Changer für euch jetzt, für einen geilen Sommer, geht jetzt bei Hollister auf die Bademode. Schaut es euch an und genießt es. Rennt zu Hollister. Ey, bitte
Seht ihr das? Der sitzt so perfekt. Das ist der schönste Bikini, den ich je hatte. Und ich muss euch ehrlich sagen, auch mit Small Boobs, das ist der Bikini, an dem ich mich am allerwohlsten fühle. Ich muss hier gerade ein bisschen auf Zehenspitzen gehen, sonst seht ihr ihn gar nicht. Aber der ist so damn beautiful. Alleine hier dieses Muster und alles. I'm dying. Hier bei diesen Rüschen sieht es mal ein bisschen komisch aus. Also anfangs so ein bisschen ungewohnt, aber jetzt merke ich, dass es voll normal ist. Ich muss ins Freibad oder so. Ich muss den irgendwo zeigen. Der ist so schön. Also ich sag's, wie es ist, ne? Also ich kann es euch gerade nicht anders zeigen, deswegen zeige ich es euch so. Bitte, wie schön kann ein Bikini aussehen? Der ist sowas von basic, den gibt es aber auch in ganz vielen anderen Farben noch. Aber ich finde ihn so perfekt. Also der Schnitt ist krass. Von der Hose, also hier überall. Ich habe mich noch nie so sicher in einer Hose gefühlt. Vorne so wie hinten, ebenso wie in einem Oberteil, auch bei dem anderen. Rennt zu Hollister. Holt euch mindestens einen. Ich schwöre es auf alles. Man sieht hier gerade noch so die Etiketten. Ich wusste ja nicht, ob ich ihn behalten, ne? So, das mit den Bikinis war gerade krass. Wirklich, ihr verpasst was, wenn ihr es euch nicht anschaut. Also, soweit ich weiß, ich kann auch noch mal ganz kurz auf den Preis schauen. Der blaue kostet 22, Unterteil. Und Oberteil kostet 30. Aber ich sage euch, die Quali ist so nice. Und ich habe noch nie einen Bikini gehabt, der so perfekt gesessen hat, sodass man sich auch wohlgefühlt hat. Also wirklich, ich kann es euch nur empfehlen. Also schaut es euch gerne an. Ich bin da gerade mit vollem Herzen dabei. Hollister, sponsern mich. Danke. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall auch schon fertig gemacht. Ich zeige euch gleich nochmal mein Outfit. Sorry, das wackelt übrigens mein Stativ zum Halten. Das ist nämlich kaputt. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Termin, einen Arzttermin und da fahren wir jetzt einmal hin. Aber ihr kommt natürlich nicht mit. Marcello rast ein bisschen, weil wir kommen zu spät zu unserem Termin. Was machst du da? Back at home mache ich mir jetzt gerade schnell was zum Essen, weil Marcello hat ja schon was gegessen. Und ich mache mir gerade richtig geile Käsenudeln mit ein bisschen Wein und da kommt dann auch noch Trüffel dazu. Das wird so geil. Nebenher mache ich hier hinten auch noch Panna Cotta. Alles so gleichzeitig hier. Und weil ihr bei dem What I Eat in a Week drunter kommentiert habt, wir benutzen auch gerne die vegane Alternative, aber wenn wir nur noch Chilantine zu Hause haben, benutzen wir auch mal ausnahmsweise Chilantine. Weil das meinten so viele in diesem What I Eat in a Week. Ja, du bist doch Vegetarierin, wieso isst du Chilantine? Ich muss euch leider enttäuschen, nicht jeder Vegetarier verzichtet auf Chilantine. Das ist auch wieder so ein Ding, wo sich die Gemüter streiten, genauso wie teilweise es auch Vegetarier gibt, die Fisch essen. Ich persönlich, und das habe ich auch in den Kommentaren geschrieben, achte eigentlich schon darauf, dass ich keine Chilantine esse, vor allem aktiv, dass ich mir keinen Kuchen in der Bäckerei kaufe mit Chilantine oder dass ich keine Gummibärchen esse, außer halt natürlich vegane. Aber wenn wir mal zu Hause backen oder so und vor allem für andere Leute backen und ich sicher sein möchte, dass alles klappt, habe ich in der Vergangenheit öfters mal zu Chilantine gegriffen. Je nachdem, was wir halt dann auch da hatten. Weil manchmal, wenn mal jemand anders gebacken hat oder Ausnahme dies, das, dann hat man das dann doch mal zu Hause. Und deswegen habt ihr das auch im letzten Video gesehen. Aber genau deswegen, weil solche Alternativen auch super funktionieren und wir das auch gerne benutzen, habe ich das eigentlich extra dazu geschrieben bei einem Rezept. Aber ich glaube, darauf hatten nicht so viele geachtet. Aber dann habe ich das ja jetzt wieder aufgeklärt. Oh mein Gott, meine Trüffelpasta sind fertig. Das sieht nur so aus, als wäre da so ein bisschen Trüffel. Aber da ist richtig viel auch so Trüffelöl drin. Richtig geil. Und wir schauen jetzt Serie. Schauen wir jetzt Serie. Ich weiß Serie. Aber wir müssen noch das ganze Zeug hier aufräumen. Das ist jetzt witzig, oder was, dass hier meine Sachen rumliegen? Wir müssen es nicht aufräumen. Hier liegen halt noch diese ganzen Bikinis vom Anprobieren. Die müssen hier auf jeden Fall weg. Das übrigens ist gerade unsere Serie. Und die können wir nur empfehlen. For life. Nice! Hi. Hallo! It's a typical Samstag. Ja. 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 Ah. Das machen wir Siesta. Ich habe euch ja schon ein bisschen gewarnt, dass bei uns einfach am Wochenende echt nicht so viel los ist. Aber jetzt bekommt ihr es auch echt mal mit, wie wenig bei uns eigentlich abgeht. Besser gesagt, wie entspannt wir das halt angehen am Wochenende, bevor unter der Woche wieder so viel los ist. Ich bekomme auch oft Nachrichten von euch, ja Nico, wie schaffst du das alles, wie schaffst du das alles? Ja, unter der Woche schaffe ich das alles, weil ich am Wochenende dann halt chill und ein bisschen meine Batterien, ich sag jetzt mal, auflade. By the way, das sehe ich hier gerade. Ich habe auch noch zwei Pakete bekommen für ein anderes Video, wo ich TikTok-Werbung teste. Und das sind schon zwei Sachen angekommen. Und ich will sie nicht auspacken, weil ich will es so first try-mäßig mit euch in dem Video das erste Mal auspacken.
auspacken. Das Video wird so sick, aber manche Sachen brauchen halt echt ewig, weil TikTok-Werbung oft auch so China-Stuff ist, bis das halt hier ist. Aber wenn wir schon mal dabei sind, möchte ich euch mal zeigen, wie schön durch die Sonne einfach unser Schlafzimmer aussieht. Also als wir krank waren, war das ja unser täglicher Blick sozusagen. Also ihr müsst euch vorstellen, man liegt hier so, chillt so, okay? Und es ist so nice. So nice mit der Sonne, wie die hier so reinstrahlt und so. An die Leute, die mich schon länger verfolgen und mein altes Zuhause kennen, ich möchte das gar nicht schlecht reden, ne? Ich liebe mein Zuhause, wo ich herkomme und wo ich aufgewachsen bin. Aber so halt alles aus Holz und so wirklich Golden Hour hat man da nicht richtig gehabt. Ich hatte in meinem Zimmer ein Fenster und da kam halt wirklich auch nur morgens die Sonne rein. Und jetzt so eine Wohnung so mit so vielen Fenstern, wo von allen Seiten irgendwie Tageslicht kommt, gibt einen so ein ganz, ganz anderes Feeling. Und auch weil hier so alles hoch und so weiß ist, fühlt man sich so frei und nicht so gedrückt. Ich glaube, wer hier die Decke weiter unten, da würde man sich viel gedrückter in diesem Raum fühlen, wie er eigentlich wirklich ist. Wollte ich nur mal sagen, weil ich liebe das. Und Marcelo macht da unten Randale. Der Typ sollte eigentlich nur den Müll runterbringen. Aber was macht der da? Marcelo? Wo ist er hin? Ja. Hallo? Ja. Ah, okay. Hab ihn schon gesucht, Mensch. Noch dazu haben wir hier ein kleines Problem. Die Panna Cotta wird einfach nicht fest. Ich habe das ja noch nie mit dieser Art Gelatine gemacht, sondern immer mit Agatine. Und ich weiß nicht, was das genau ist. Das hatte mir aber meine Mom empfohlen. Und irgendwie, ich habe das extra abkühlen lassen, aber es geht irgendwie nicht. Also ich versuche das jetzt nochmal aufzuschlagen. Wir warten jetzt eigentlich nur noch, bis Freunde von uns vorbeikommen. Genau. Also besser gesagt, Marcelo, seine Freunde kommen vorbei. Und wir haben so ein bisschen geplant, Wraps und so zu machen. Haben wir alles schon ein bisschen vorbereitet. Waren vorhin noch kurz einkaufen. Also haben schnell ein paar Sachen geholt, die uns noch gefehlt haben. Und ich liebe sowas. Am Wochenende ist immer so ein bisschen Freunde-Familie-Zeit. Was gibt's Schöneres? So, unser Besuch ist jetzt gleich da. Ich glaube, die stürmen jeden Moment zur Tür rein, wenn Marcelo es gerade mal mitgegangen und ich bereite schon mal ein bisschen was zum Essen vor. Also besser gesagt, ich hole das nur raus, weil wir wollten es eigentlich so zusammen machen. Alter, unsere Gemüseschublade sieht gerade so schrecklich aus. Ob ich jetzt vielleicht schon was vorschnippe und ein bisschen was vorbereite? I don't know. Wir haben gerade einfach noch so überall so ein bisschen Reste, also echt perfekt für Wraps. Wraps sind an sich eigentlich immer übel kleine Essen, wenn man Reste hat, also wenn man irgendwie irgendwas offen hat, was man halt wegkriegen muss sozusagen. Gelungener Abend. Das sieht nämlich dann so ungefähr aus. Wir haben schon aufgeräumt, aber es sieht immer noch so schrecklich aus. Unter unserem Tisch liegen einfach Süßigkeiten. Hier steht Sauerkirschnektar rum. Und ich habe meine erwichtelte Knete aufgestellt, weil wir wollten eigentlich kneten. Es ist jetzt übrigens 1.16 Uhr und du solltest mir jetzt sofort einmal hier auf Insta folgen, weil hier kommt gerade regelmäßig richtig viele coole Bilder online, also check gerne mein Instagram ab. Eigenwerbung! The day after, Freunde. Mir ist so kotzübel. Aber jetzt nicht, weil ich zu viel getrunken habe oder so, sondern weil ich zu viel gegessen habe. Und mein Bauch spannt so, mir ist so schlecht. Und ich habe gleichzeitig schon wieder so Hunger. Oh, was geht, aber richtig gut für die Aufbauphase. Es ist vielleicht eine minimal unangenehme, schmerzhafte Situation, aber es ist gut. Aber richtig der schöne Abend, wirklich, Leute, was soll ich groß sagen. Ich liebe es, mit Freunden Zeit zu verbringen. Vor allem, wenn man die Leute nicht so oft sieht. Und ja, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und super Einblick ins Wochenende. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.